So, hier haben wir den Francia Platin Final 6. Final 6 soll heißen, da ist die Zubehörpalette schon sehr groß. Der hat eine Gesamtlänge von 8,4 Meter. Ist halt 8 Meter. Mhm. Fahrzeug 2,30 Meter breite, Gesamthöhe 3,23, 5,5 Tonnen und ist ein Mercedes 6-Zylinder. Und ist natürlich ein sehr interessantes Fahrzeug, den es ja auch mit einem Verkaltgang gibt. Der kostet hier in der gesamten Ausstattungsvariation 182.835 und hat schon etliches an hochwertigen Zusatzeinbauten inklusive, also auch die Satellitenanlage ist da schon inklusive. Tolles Fahrzeug, schauen wir uns jetzt an. Der Einstieg ist schon mal etwas kürzer. Oh, hoppla. Ja, auch nur 3,20 hoch und trotzdem fällt die Ussi hinten. Ja, das ist hier schon ein ganz kleines Fächle, aber hier natürlich schön verdunkle, schönes Fenster. Gehen wir mal rein. Jawohl, prima. Mhm. Und? Ja, Vorsicht, ja. Schau mal, da ist eine Klappe, was ist denn da drunter? Ja, kann man was reintun, Schuhe oder so? Oder Wasserflaschen. Am Eingang, ja. Würde jetzt eher für Schuhe sagen. Okay, gehen wir mal rein. Das ist eine also, Face-to-Face-Sitzgruppe. Ja, das finde ich natürlich sehr schön, gefällt mir gut. Ja. So, mhm. Und das setzen wir uns jetzt mal hin in das Mercedes-Cockpit. Mhm. Das sieht gut aus. Der Tisch. Der Tisch ist hin und her schiebbar und vergrößerbar. Ja. Das scheint auch dieses Modell zu sein, wo man ausklappen kann, in die Mitte reindrückt und dann kommt dieses Mittelteil nach oben. Was mir jetzt beim Francia schon mal nicht gefällt, das haben sie immer noch nicht im Griff, dass die Höhe des Fahrerhauses genau die gleiche Höhe ist. Man sieht hier also einen Absatz. Das ist also immer etwas niedrigeres Fahrerhaus als der Wohnraum. Okay. Aber es ist Leder und es macht einen hochwertigen Eindruck. Alles Mercedes Heckantrieb. Und nach vorne ist natürlich dann schon ein bisschen wieder Fläche. Das ist ganz klar, weil der Originalaufbau oder das Basisfahrzeug da unverändert geblieben ist. So, diese lange Front, die muss man natürlich mögen. Das ist eben der Punkt. Wenn man sich einen integrierten und keinen Liner holt, das ist genau der Unterschied. Ich weiß nicht, kann man den Stuhl hoch oder runter schieben? Weil ja, das kann man. Wenn ich jetzt nämlich so sitze, komme ich nicht mal auf den Boden. Mhm. Also durch das, dass es hier mit der Stufe hat, ja? Ja, der ist in der Wohnraumhöhe. Das kannst ja hier jetzt kein Hubbett. Frontrollo und was es auch nicht hat, ein von unten nach oben ziehbares Plissé. Doch. Nee. Ich doch, zieh mal das von oben runter. Und es müsste man in beide Richtungen ziehen können. Oh Gott. Das geht elektrisch wahrscheinlich. Also so geht es auf jeden Fall nicht. Es geht elektrisch. Hier ist der Schalter. Aber von unten nach oben gilt nicht. Es geht nur von oben nach unten. Das finde ich jetzt nicht so gut, so prickelnd. Was? Weil. Was wir sehr, sehr häufig verwenden. Ja, also ich finde es jetzt eigentlich, wenn man das von unten nach oben, dieser Sichtschutz machen kann, finde ich viel besser. Gerade wenn man dann irgendwo steht, dann kann man den hochmachen. Man kann immer noch wunderbar rausschauen, aber niemand so direkt reinschaue, finde ich jetzt persönlich viel besser. Das sind Plissés zum Zumachen. Und hier haben wir dann etliche Serviceklappen. Oh Gott. Oh, toll. Ja, das Handschuhfach zusätzlich. Ach Mann. Ah ja. Ja, man sieht also deutlich einen Unterschied zwischen einem Morello oder einem Concorde. Und einen Francia, das sieht man dann schon an den kleinen Dingen. Also auch, dass die Ussi jetzt da so hoch sitzt.
Ja, also ich müsste in dem Fall ja jedes Mal, wenn wir fahren, das Sitz nach unten machen und wenn wir stehen, dann sind das Sitz wieder nach oben, weil sonst hänge ich irgendwie in der Luft oder sitze dann unterm Tisch. Und es ist schon gravierend, also der Unterschied zwischen Fahrbereitschaft und dann im S-Bereich zu sitzen, also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Da hinten sind noch Lüftungsklappen. Und ansonsten, was hier schön ist, das sind also, dass das dann doch ein bisschen noch mit Fächle und so ausgebaut wurde, da ist die Spiegelverstellung. Also, ja. Das sieht natürlich sehr schön aus, finde ich, ja. Also das ist sehr groß, da kann man was erkennen. Also Ja, das hat was. das ist die Mercedes-Navigation, ja. Ja, das ist ja in den ganzen Aber Mercedes-Fahrern. siehst du hier irgendwo auch ein USB? Ach, ich glaube hier, oder? Was ist das? Der Fensterheber? Ne, das ist, glaube ich, wahrscheinlich nur Fensterheber. Ah, sind das hier USB an? Nee. Nee? Wo gibt's? Es fasziniert das Fahrzeug, 6 Zylinder. Heckantrieb Mercedes, ja. Sechs Zylinder, das ist einfach auch sicherlich ein tolles Fahrgefühl. Und ein Daimler-Motor auch. Aber es sind einfach zu viele Mangos in dem Fahrzeug. Wenn ich mir anschaue, dass allein diese Stufe, bis ich mich da rumdrehe, und es geht ja hier um die Praxistauglichkeit. Das heißt, wenn ich mich rumdrehe nach dem Fahren und dann muss ich erst das Lenkrad zurückmachen, ja, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Da muss ich den Sitz hoch machen, muss den Sitz runter machen, muss mich das. Ja, ich finde es einfach blöd. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Vorbau nach vorne, der kommt mir auch ziemlich heftig vor. So groß habe ich den jetzt da bei unserem Fiat als Basisfahrzeug nicht im Gefühl. Oder? Was sagst du, Ursi? Ja, es kommt mir auch so vor. Ja. Und was uns dann darüber hinaus noch fehlt, aber was man vielleicht nur nicht sehen, das mag ich jetzt nicht zu beurteilen, ist, dass hier keine USB-Steckdose ist. Also das sollte natürlich auch vorhanden sein. Doch, hier sind sie. Also die sind hier innen untergebracht. Zweimal USB zum Anstecken. Also Okay. insoweit nochmal. So, Servus, gute Servus. Entscheidung wünsche ich, gell? Ja, Ciao. danke auch. Ja, also an sich war das mein Geheimtipp für diese Messe. Und wie ich reingekommen bin, war ich schon hoch erfreut, denn die Face-to-Face-Sitzgruppe, die kommt uns ja sehr entgegen, wenn ich mich daher sitze. Ja, wunderbar. Und der Tisch lässt sich dann sicherlich auch schön ausziehen. Das sieht man da an dem Spalt. Macht einen super Eindruck. Aber im Keller sitzen beim Fahren, ich weiß es nicht, warum man solche Sachen macht. So, schauen wir doch mal im Küchenbereich an. Also hier, das sind ja ganz normale Schränke. Oh, die sind, nee, die sind nicht ganz normal, wie das aus. Ah, da, ah, das ist ein anderer Schrank. Ja, da ist irgendeine Wo, Technik ja, noch verbaut. vermutlich, Das ja. Soundsystem ist da noch verbaut, ja. Aha, aber hier, das sind ganz Ja. normale Schränke, auch mit Nicht-Rausfall-Geschirr-Leiste. Ja, eine leichte Kante. Ja, mit so einer Kante, keine Ahnung, Und wie die hier heißt. haben wir diese Ofenkombination. Und selbst da muss ich sagen, ist schon wieder ein Nachteil. Ich sehe da oben eine kleine Stellfläche offen, ohne Klappe, was natürlich schon wieder schade ist. Und dafür unten fehlt uns die Schublade, die eigentlich für uns beliebt ist, zum Ja, Überteil ist. und was mich jetzt auch stört, der Kühlschrank, da muss ich mich ja dann jedes Mal runterbücken, Ja, wenn weil ich der da einfach was. tiefer unten ist, ja. Ja, also das gefällt mir nicht. Hier mein kleiner, nee, da ist gar kein was gut Doch, drauf. doch, doch, du musst nur Ach so. aufmachen. Das Man ist braucht schön. eben Geschick. Ja, eben, also hier geht es. Schönes, das ist schön, so ein Fach natürlich. Ja, der Fernseher, da ist ein großer drin, aber da kann Ja. man sicherlich auch einen ganz normalen kleinen Ja, drin den haben. muss man, glaube ich, muss Aber man ja irgendwie rausholen und ach, das drehen. ist, das ist dann wieder im Alltag blöd, und so einen großen Fernseher braucht kein Mensch. Also wir brauchen sowas nicht. Wer Nein. es braucht, das ist okay, aber wir brauchen es nicht. Dachventilator ist auch da. Ja.
Und es ist mir ein bisschen viel weiß und das Design, das hat uns schon damals, Das wie wir hat. den Hummer gekauft haben, haben wir uns schon am Design vom Frankia etwas gestört. Ja. Und jetzt hat sich daran nicht viel geändert. Das Design ist zwar schöner geworden, aber nach wie vor. Also die Spüle ist natürlich sehr groß, aber was die halt auch wieder nicht hat, ist ein Dieses Fächer separates, ausbringen, ja ja. genau, was mich eigentlich schon stört. Hier ist ein USB-Anschluss. Ja. Da unten nicht. Also ich muss dann schon sagen, unser Hümer ist gut ausgestattet. Ja, der hat so viel Sache drin, was wir als selbstverständlich ansehen. Und Ja. wenn ich das jetzt in andere Fahrzeuge nicht sehe, bin ich überrascht. Ja, hier ist aus Seiden, Ja, so ein Schrank. Das ist ein Seitenschrank. Schrank. Aber man muss ja auch sagen, der ist 50 cm breit als unser Hümer und wir haben ja Und diesen ich weiß nicht, Seitenschrank auch. was ist das für ein Zeug dahinter? Das irgendein Das Ausgleich? ist von der alte Behälter. Ah, und der ist da mit dem Schrank. Auch ein wenig unpraktisch, oder? Aha, ich denke, Naja. dass es von alte draus Behälter ist. Aha, mit Kühlmittel. Das ist ein wenig unpraktisch, oder? Oder okay, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ja, also das müsste von alten sein. Aber man sieht dann mindestens, wenn es leer wird. Hier ist ein Griff. So, hier haben wir. Ja, das ist auch mit. Da hat sogar schon Einteilungen drin. Okay. Kann man verändern, ja. Vermutlich schon, ja. So, Aber machen die wir das hier. Besteckschublade bitte auch Ja, ich unter. wollte Ich es sag nun mal, wieder hinhängen. Handtuchhalter gibt es auch. Hier ist die Besteckschublade, die ist natürlich schön groß, da kriegt man schon was rein. Ja. Ja, und Ja, dann das das Deckel. sind natürlich tiefe Fächer. Das ist natürlich schon sehr so. Das ist toll. Was ich auch schön Und finde, klar. das war ein Knall außen. Ja, ist irgendein Fahrzeug umgefallen. Das Elektrofahrzeug ist explodiert. Ja, dort, also wirklich. Was ich hier schön finde, was sieht, das ist, dass man hier auch die Glasabdeckung geteilt hat. Ja, dass man also nur für zwei Flammen aufmacht. Oder nur für eine. Oder für eine. Ja, das finde ich jetzt ganz gut, weil man die andere Seite dann als Ja, Ablagefläche nehmen kann. aber was heißt das jetzt? Das ist okay und da ist nicht was. Ah, das müsste man so mal genauer studieren, Ja. welcher Topf man draufstellen darf und welcher nicht. Ja. Und ja, hier hast du so Fächle. Solche Fächle sind natürlich immer nett. Ja. Okay, gehen wir ein Stückchen weiter, Ja. oder? So, dann kommen wir hier in den Schlafbereich. Da macht die Ursi jetzt einmal die Tür zu. Dann schauen wir mal gleich, ob sich die Tür beidseitig. Nein, lässt sich auch schon wieder nicht beidseitig öffnen. Man sieht es hier. Ja. Ich finde einen Türgriff auch besser übrigens als einen Drehknauf, wie man beim Concorde gesehen haben. Denn wenn man sich gerade Na, mal. bei Phoenix, oder? Oder Nein, war das der Concorde? war Concorde. Ah, okay. Und denn der Drehknauf, wenn man sich mal die Finger eingecremt hat, dann kriegt man die Tür nicht auf, während so einen Türdrücker, den kann man auch mal mit dem Arm aufmachen. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann im Alter hast, merkt, wenn man das Fahrzeug immer jeden Tag fährt. So, hier haben wir die Dusche, die sieht natürlich schon sehr elegant aus. Ja. Wo stellt man da sein Shampoo und Duschzeug hin? Also für Shampoo-Ablage ist es nicht geeignet. Ne, das Was sieht zwar natürlich toll aus, ja, mit der ein indirekten Beleuchtung, aber heftiger Mangel ist. ja, also ich denke jetzt, ja, also ich Absolut, wüsste jetzt absolut. nicht, wo ich das hin und jedes Mal irgendwo wieder in einen separaten Schrank reintun. Also das weiß ich nicht, ob ich das wollte. So, jetzt muss ich mal schnell. So, also im Bad, das ist schon mal blöd, dass man die Türen nicht nehmen kann, aber dann gehen wir nochmal hinter. Ist mal ein Stück weiter, da ist ja steht der Leiter. Ja, die braucht man zu für. Ich denke, dass man das auch noch irgendwie Da kannst du die vergrößern Stufe kann. unten rausklappen schon. Ja, ich habe die Stufe jetzt gerade rein, weil sonst kriege ich hier nämlich Also, den ja. Schrank hier nicht auf. Ach, da haben wir wieder die beidseitigen Ausziehschränke, Ja. die total unpraktisch sind. Ja, also so Wenn man viel Kleider zum Ja, Hängen haben wir ja gar nicht, man gell? hat nicht so viel Kleider zum Hängen, dass man auf beiden Seiten einen braucht. Ja, Ja. also, Also. es sind einfach schlechte Angewohnheiten, die fangen hier schon vor 2 Jahren an. Wann haben wir unseren Kauf? Vor 4 Jahren Jahre. aufgehabt hat Vor 4 und diese Jahren. sich nicht abgewöhnt haben. Ja. So, und das sind jetzt so Trittstufe.
Und dann gehen wir ja, komm, Ja, gehen wir jetzt hier ins Bett. und hier Also. ist die Trittstufe und wie gesagt, die muss man schließen, damit man dann überhaupt an die Schränke rankommt. Das halte ich von Alltag wieder für blöd, Unpraktisch. praktikabel. Schau mal, Ja. was da innen drin ist. Ist der Wäschesack in der Mitte, oder? Nein, das geht nicht hoch. Geht gar nicht hoch. Nein. Also das werden wir dann vielleicht in der Garage jetzt unter den Stauraum nehmen. Dann schauen wir mal ins Bad rein, ja? Haben wir doch schon. Nee, im Bad waren wir noch nicht Ach so, drin. die manche in der Toilette. Ja. So, da haben wir eine ganz kleine Toilette. Also das ist Was auch, hatte ich, so kleine ja, die Toilette? ist doch klein. Die ist dann nicht größer als unsere. Das ist hier Raumbad, also Raumbad gedacht. Aber es ist keine separate Toilette, das kann man nicht sagen. Das Es ist auch alles sehr schlichtes Ambiente, also da ist kein edles Design. Da ist Okay. kein edles Design. Es ist alles einfach weiß. Ja, also. Hier haben wir die Betten und auch hier sind wieder die Fenster nicht ganz hinten. Stauraum, schau hier im Bad, also hat der Spiegelschrank kann man öffnen natürlich. Grundvoraussetzung. Ja. Unten hat es auch, Und da ist aber nochmal so ein das ist Mülleimer. ja normal. Aber schau mal, der ganze Toilettenbereich, das ist alles sehr eng. Ja. Natürlich, als Raumbad ist es praktikabel, aber wenn du allein in der Toilette sein willst, das ist zu eng. Was man hier hat, dafür, das ist hier eine Trennwand. Ja. Und soweit kann man hier zumachen. Das ist Nein, wahrscheinlich schon. Die kann man schon. Ich habe es jetzt nur nicht ja, ganz. natürlich, die kann man schon zumachen hier. Ja. So. Aber auch Ich glaube das, ich nicht richtig. Die läuft nicht richtig. Ja. auch auf mich wirkt auch das Möbeldekor ziemlich schlicht, ja. Kalt wirkt es auf mich, oder? Ja, also mir gefällt es nicht so. Also ich bin normalerweise nicht so ein Stimmungsmensch, aber irgendwie gibt es mir ein kaltes Ambiente und dann auch das Bett. Da kann keine dritte Person liegen in der Mitte, wie es bei uns ist, weil der stößt sich dann hier den Kopf an. Hat es hier USB-Steckdosen eigentlich? Also auf den ersten Blick sehe ich jetzt nichts, aber Ein Lichtschalter. manchmal ist es versteckt. Hier hat es Lichtschalter. Und USB-Steckdose sehe ich gar keine. Also Frank hier, ich muss sagen, etwas enttäuscht, ja, gell? Du ich hast dich jetzt so auf den Frankia gefreut eigentlich, aber. bin sehr enttäuscht von dem Fahrzeug. Ich habe mich so drauf gefreut, ich habe mir den schon im Internet angesehen, auf der Website, ich habe mir den schon durchgerechnet. Ich habe mir die ganzen Zusatzausstattungen angeschaut, aber ich muss sagen, Frankia ist für mich erledigt. Okay, dann schauen wir weiter, Auch oder? hier, wenn man liegt, gut, ich meine, man kann damit leben, dass es nicht ganz hinten ist, aber es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Es ist einfach viel schöner, wenn man das Fenster direkt am Gesicht hat. Und wir haben ja ein Fahrzeug, wo das der Fall ist. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder Ja. raus, oder? Okay, schauen wir mal von außen an. Hoppla. Zwei Serviceklappen. Da kann man jetzt was reintun. Ja. Aber es ist schwer. Es sind schwer, dann schwer. Die auch nicht mit dem Boden abgestimmt sind. Wie es jetzt bei einem Concorde zum Beispiel ist. Und die ist auch schwer. Ja, die sind sehr schwer, ja, Ja. zum Hochlupfen. Komischerweise. Okay. So, dann schauen wir uns den Frankier noch von außen an. Und Frankier hat ja schon immer mit Heckklappen besondere Beziehungen gehabt. Was er immer noch nicht gelernt hat, ist erstmal Heckklappe um 300, um 180 Grad aufmachen müsste. Ja. Auch hier ist wieder eine 90 Grad Öffnung. Frankier sagt sich, dafür kannst du es von hinten aufmachen. Für unser Wohnmobilverhalten nutzt uns das von hinten gar nichts. Überhaupt nicht, nee, im Gegenteil. Das Ja. wäre für uns überhaupt nicht praktisch, ja. Ja, was schön ist, das sind die Auszüge hier. Ossi, vielleicht kannst du es mal zeigen. Die lässt sich übrigens um 180 Grad Ja, sonst kriegst du die wunderbar öffnen. Auszüge. Ja, die lässt sich um 180 Grad öffnen. Sonst kriegst du die Und die Auszüge zwei jetzt Türen, raus. die sind natürlich schon schön.
Ja. Also das ist schon eine Lösung, eine coole Lösung, die sich der Frankie ausgedacht hat. Aber ich weiß nicht, das aber nimmt auch irgendwie Platz weg, eigentlich. Ja, eigentlich, ja, Eigentlich nimmt es ist Platz weg. verschiedener Raum, ja. 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 Verschiedener Stauraum, ja, Ja, muss man aha. so sagen. So, und Okay. hier hat man die Heckgarage etwas kleiner gehalten, aber für zwei Fahrräder langs. Und als Staufläche hat man den Raum nebendran, wäre mir zu wenig. Und dann muss ich sagen, da hat die Ossi ein absolutes Problem mit dieser Heckklappe. Ja. Meistens steht man an einer Wand und dann kriegt man sie eh nicht auf. Ja, oder auf dem Stellplatz ist hinten dran Gebüsch oder Gestrüpp oder sonstiges. Wie willst du denn da rankommen? Ja, kommt Also nicht ich ran. finde die total unpraktisch. Und vor allen Dingen, du kannst schon von innen ja gar nichts, keine Regale, nichts hinmachen, Nicht oder? nein. Fällt ja alles runter und dann ist die Garage zu klein. So, hier sind wir auf der anderen Seite. Eine ambiente Beleuchtung, die braucht man nicht. Ambiente Ja. Beleuchtung im Technikraum, was soll Ja. denn das? Hier hat man dann den Kassettenauszug. Dann das Versorgungssystem von Frankia. Die Klappen sind zu, aber das sind alles sicherlich nur Versorgungsklappen. Also das ist Also der keine eine Frankia, den Stauraumklappe. wir uns doch, Helle, den Frankia, den wir uns damals angeschaut hat, der hatte doch noch ein extra Kassettefach. Ist das das hier vielleicht für die zweite Toilettekassette? Ah, das kann Das sein. könnte, oder? Ja. Hier, oder? Von der Form Ja, her, oder? nee, das ist jetzt die Originalkassette. Und es gibt noch irgendwo ein zweites Kassettenfach, das könnte das da sein, Ja, aber aber das das ist wäre ja jetzt nicht drin. hochkant. Das Ja, wäre ja da hoch. ist auch. Ah, ich hoffe. Nee, ist nicht. Nee, da ist Ah die ja. Kassette drinnen, Ja. ja. Also für Also die zwei, hatten, zweite also Kassette. damals hatten sie noch ein Fach für eine zweite Ja. Kassette. Ja, vielleicht ist die auf der anderen Seite. Ja, aber das ist ja auch blöd. Ja, klar. Blöd, Also, ja. wir haben uns jetzt Phoenix angeschaut. Wir haben uns Morello angeschaut, wir haben uns Concorde angeschaut. Und ich habe mich als Geheimtipp auf Frankia gefreut. Und Der Geheimtipp, den hat er jetzt ganz schnell beerdigt. Das entspricht in gar nichts unserer Vorstellungen, gell? Also, schade. Naja, wir haben ja noch so viel Zeit. Ja, jetzt zwangsweise. Auch so. Ja. So, jetzt sind wir nochmal in einen Platin reingegangen. In einen ganz normalen Platin, nicht in den Final Six. Und haben uns vorher noch kundig gemacht, was eigentlich die Besonderheiten sind, an denen wir uns etwas gestoßen haben. Also, erst einmal muss ich sagen, vom Möbeldesign her sieht er etwas freundlicher aus, ja, Ossi, oder? Ja. Das zeigen wir euch dann gleich noch, das Möbeldesign, aber reden wir erstmal über die Technik. Warum heißt der Final Six? Das ist ein Auslaufmodell, eine Auslaufserie, weil der Mercedes Sechszylinder-Motor nicht mehr gebaut wird und der Final Six läuft noch so lange, solange der Sechszylinder-Motor noch vorrätig bei Frankia zu haben ist. Und danach wird der normale Platin mit dem Vierzylindermotor verbaut. Das Besondere an Frankia ist aber, dass sie den Vierzylinder mit Heckantrieb verbauen. Der Heckantrieb hat einfach den Vorteil, dass man keine Zwillingsbereifung oder dass man eine Zwillingsbereifung durchführen muss. Wenn ich da mich ein wenig verplappern, dann hängt es einfach dran zusammen, weil so viele Leute rein und raus gehen hier. Der Heckantrieb hat den Vorteil, dass wir hier hinten Zwillingsreifen haben. Es ist zwingend notwendig, entweder eine Doppelachse zu fahren oder eine Zwillingsbereifung, weil die Fahrzeuge alle über 4,5 Tonnen haben und ich glaube, bis 4,8 Tonnen ist es zulässig, mit einer einfachen Achse hinten zu fahren und ab diesem Gewicht benötigt man dann entweder Zwillingsbereifung oder Doppelachse. Und die Doppelachse hat natürlich wesentlich viele Nachteile gegenüber einer Zwillingsbereifung, wobei einen Nachteil hat die Zwillingsbereifung, habe ich mich gerade erklären lassen. Ich habe nämlich gefragt, wie man den Luftdruck am inneren Reifen misst und das scheint äußerst umständlich zu sein.
Es ist bei einer Zwillingsbereifung nicht so, dass man eine Tankstelle hinfährt und dann schnell mal den Reifendruck misst, sondern da muss man eine Blende abnehmen, dann braucht man ein Verlängerungsrohr und wenn man das aufgesteckt hat, dann kann man da auch den Luftdruck messen. Das ist natürlich bei der Doppelachse einfacher. Dafür hat die Doppelachse natürlich den Nachteil, das weiß jeder, der eine fährt, dass der Wendekreis viel größer ist, dass der eine Reifen nicht mitlenkt oder dass der Reifen überhaupt nicht mitlenkt und damit auch eine gewisse Radiergummi-Effekt hat, also der Verbrauch sich deutlich erhöht, der Reifenverschleiß. Ja. Also für mich käme dann immer nur eine Zwillingsbereifung in Frage und die bietet jetzt von den Herstellern, die noch auf Mercedes bauen, meines Wissens nur Francia an. Und insoweit ist natürlich der Francia wieder interessant. Hören Sie? Für die Ossi ist das nicht so relevant. Ja, und dann haben wir noch eine andere Frage an Francia weitergeleitet. Wir haben gesagt, wir finden das eigentlich überhaupt nicht schön und es ist auch für uns überhaupt nicht premiummäßig, dass der Unterschied, wir haben es euch ja gezeigt im Final Six, dass der Fahrerhausboden deutlich spürbar niedriger ist als der Innenraumboden. Und da hat er gesagt, ja, das ist einfach der Größe der Firma geschuldet. Francia ist ein kleiner, feiner Hersteller, wie er es genannt hat. Und er hat einfach nicht die Möglichkeit, diesen Aufwand zu betreiben, denn die Fahrerhauskabine hochzusetzen, weil ihm das von der Stückzahl her der Aufwand nicht honoriert wird. Mhm. Ja, also was für mich heißt, mehr oder weniger ein Integrierter von Francia, man muss dann immer mit diesem Nachteil leben, dass wenn man von der Autobahn auf die Raststelle fährt und man will den Sitz umdrehen, dass man den erstmal hochfahren muss. Der Verkäufer hat dann sogar gesagt, heute sind wir ja schon wenigstens seit 5 Jahren so weit, dass wir ein Liftsystem im Stuhl haben. Früher haben sie den Kunden Kissen mitgegeben, damit sie das Kissen unterlegen konnten und den Stuhl auch für das Fahrerhaus nutzen konnten. Okay, also das sei dahingestellt. Also ich finde nach wie vor, dass Francia schicke Autos hat. Ich finde es auch toll, dass Francia einen Heckantrieb anbietet auf Mercedes-Basis. Das mit dem 6-Zylinder, das war mir neu, das habe ich auf der Messe dazugelernt. Aber man geht ja auf Messen, um eben einfach ein bisschen schlauer zu werden. Ja. Jetzt schauen wir und zeigen wir euch noch ein paar Eindrücke von diesem Francia Platin. Der hat nämlich jetzt ein etwas dunkleres Design, aber das dadurch, obwohl wir eigentlich eher Freunde des hellen Designs sind, aber er wirkt dadurch schon deutlich freundlicher. Ja, irgendwie wirkt der anders. Ja. Und Francia bietet übrigens auch ein Toilettensystem, einen Fäkalientank an, der nicht mit dem Titan übereinstimmt. Also dieses Tedford-System, was wir ja in einem anderen Video beschrieben haben, das ist aber auch wieder ein Umbumsystem. Da werden die Fäkalien in die Kassette geleitet. Ja. Und wenn die Kassette voll ist, dann kann man eine Taste drücken und dann wird aus der Kassette leer gepumpt und in einen 70-Liter-Tank gepumpt. Yeah. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Also ich habe auch schon gehört, dass das nicht so hundertprozentig funktioniert, wenn da Feststoffe drin sind oder Papier, dass das durch den Pumpvorgang nicht durchkommt. Keine Wertung abgeben. Nein. Ja? Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten, macht euch einfach selber schlau. Francia ist ein feiner Hersteller. Ich bin eigentlich ein Francia-Fan, aber irgendwie... Ja, nee, der hat für uns einfach zu viele Handicaps. Ja, da müsste man zu viele Kompromisse machen. Vor allen Dingen und was mir halt einfach nicht zusagt. Ja. So kann man es einfach auf den Punkt bringen, oder? Ja, genau. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja alles noch im Laufe der Zeit. Die Entwicklung geht ja auch überall weiter und dann sieht man weiter. Ja. Also, macht euch selber kundig. Mhm. Wir hoffen, das Video über Francia hat euch gefallen, hat euch nicht zu sehr enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ja, ja, sehr sogar. Ja, weil für mich war das schon eine Hoffnung, denn eigentlich ist Francia schon immer eine Marke, an der ich interessiert gewesen bin, auch von dem Aufbau her, von dem, was ich gehört habe an Verarbeitungsqualität und allem. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe, wo die Vorteile bei einem Liner sind, muss ich sagen, wenn, dann glaube ich nicht, dass da für uns ein Francia geht. Nein, aber und wenn wir mal so weit sind, dass wir uns ein neues Wohnmobil zulegen, wer weiß, wie weit sich da denn alles weiterentwickelt hat. Genau. Also darüber können wir jetzt überhaupt noch keine Auskunft geben, denn wir kaufen weder heute noch morgen noch übermorgen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt jeden Tag von der Messe.
fröhlich zurück in unser Gustl gegangen und haben immer gesagt, eigentlich haben wir damals ein tolles Fahrzeug ausgewählt. Ja. Und das sehen wir heute nach wie vor so. Ja, und das ist doch ein gutes Zeichen, da hat sich doch die Messe gelohnt für uns. Ja. So, wir wünschen euch viel Spaß bei der nächsten Messe Freiburg, da sind wir dabei. Jawohl, wir sind in der Messe auf der Messe Freiburg sogar sehr aktiv. Wir halten da Vorträge, zweimal sogar. Also wer uns treffen will, der kann nach Freiburg kommen. Fan Live kennen. Ja, genau. Ja, auf der Messe in Freiburg, die vom Ende September, ich glaube 30. September bis 3. Oktober geht. Ja. Also, vielleicht sehen wir uns da dann. Ja, ciao. Thank you.